Du willst wissen, was die Modern Monetary Theory ist und was ihre Kernaussagen sind? Dann bleib jetzt dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um progressive Wirtschaftspolitik. In diesem Video soll es darum gehen, die Denkschule der MMT in aller Kürze vorzustellen. Ein kurzer Disclaimer vorneweg. Die MMT ist am besten als analytische Linse zu verstehen, die uns die Funktionsweise des Geldsystems, aber auch die makroökonomischen Zusammenhänge unserer Volkswirtschaft besser und klarer erkennen lässt. Sie ist also vor allem deskriptiv, sie ermöglicht uns einen neuen Blickwinkel und sie ist, ganz wichtig, kein politisches Regime. Die MMT an sich ist weder links noch rechts und man kann die MMT nicht anwenden oder einführen, sondern man kann ihre Einsichten nutzen. Um zu wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen zu kommen, muss man allerdings erst sein eigenes Wertesystem und seine politischen Überzeugungen überstülpen. Ausgangspunkt der MMT ist die Funktionsweise unseres heutigen Geldsystems. Sie startet also mit Fragen wie: Was ist Geld? Woher kommt es? Und wer schöpft es? Und bei den Antworten auf all diese Fragen gelangt man zu einer Einsicht, die Narrative konservativer Denkschulen auf den Kopf stellen. Nämlich die Einsicht, dass ein Staat mit seiner eigenen Währung niemals pleite gehen kann, dass er jederzeit alle Rechnungen, die in eigener Währung lauten, bezahlen kann und dass er alles kaufen kann, was in eigener Währung zum Verkauf steht. Wie kommt die MMT da drauf? Nun, der Türöffner dafür ist die Frage danach, woher der Staat denn sein Geld nimmt, um seine Ausgaben zu tätigen. Konservative Denkschulen nehmen an, dass der Staat auf das Steuergeld seiner Bürger angewiesen ist, um seine Ausgaben zu finanzieren. Ich muss dabei immer an Margaret Thatcher, ehemalige britische Premierministerin und ein bekanntes Gesicht des Neoliberalismus, denken. Sie brachte nämlich den prägnanten Satz: "There is no such thing as public money, there is only taxpayers' money." Zu Deutsch: Sowas wie ein öffentliches oder staatliches Geld gibt es nicht, es gibt nur das Geld der Steuerzahler. Genau diesen Stiefel kauft die MMT nicht. Der Staat hat doch seine eigene Währung. Der Staat hat doch das Währungsmonopol. Er ist der einzige Herausgeber dessen, was er zur Begleichung von Steuerverpflichtungen akzeptiert. Wie sollen Steuerzahler also mit staatlicher Währung ihre Steuern bezahlen, ohne dass der Staat seine eigene Währung vorher geschöpft und in den Umlauf gebracht hat? Du merkst, die Story ist unlogisch. Ein Staat muss logischerweise seine Währung erst in den Umlauf bringen, bevor er sie über Steuern wieder einziehen kann. Anders geht es nicht. Und genau das unterscheidet einen Staat mit eigener Währung von Währungsnutzern wie dir und mir. Wir müssen natürlich erst Einnahmen generieren, einfach indem wir arbeiten gehen oder einen Kredit aufnehmen, um unsere Ausgaben zu finanzieren. Genau das trifft aber auf einen Staat nicht zu und diesen Unterschied müssen wir unbedingt berücksichtigen. Denn die Bedeutung des Währungsmonopols führt dazu, dass die Grenze staatlicher Handlungsfähigkeit für Staaten mit eigener Währung nicht finanziell zu bestimmen sind. Stattdessen ist die staatliche Handlungsfähigkeit durch die Verfügbarkeit realer Ressourcen, Arbeitskraft, Technologie, Land, Energie, Rohstoffe und so weiter, zu bemessen. Wenn alle Ressourcen ausgelastet sind, etwa wenn Vollbeschäftigung herrscht, dann muss der Staat mit dem Privatsektor um die knappen realen Ressourcen konkurrieren. Dann kann ein Wettbieten entstehen und das kann zu Inflation führen. Wenn aber vereinfacht gesagt Ressourcen noch frei und zur Verfügung sind, dann kann der Staat seine eigene Währung nutzen, um die dann verfügbaren Ressourcen in Beschäftigung zu bringen, sprich zu bewirtschaften. Es ist also niemals die Finanzierungsfrage, die einen Staat mit eigener Währung einschränkt, sondern es ist die Frage, ob er reale Ressourcen mobilisieren kann. Um hier noch ein paar Grautöne reinzubringen, also auch ein Staat mit eigener Währung kann sich seiner eigenen Handlungsfähigkeit berauben, indem er sich politische Spielregeln verpasst, die ihm das Leben schwer machen. Wenn ich zum Beispiel an die USA und das Debt Ceiling, also die Schuldenobergrenze, denke. Sobald die Obergrenze erreicht ist, schränkt sie also den Handlungsspielraum des Staates dort ein. Es gibt aber auch Staaten, die zum Beispiel eine feste Wechselkursstrategie verfolgen. Dann geben sie also das Versprechen ab, ihre eigene Währung zu einem festen Umtauschverhältnis in Fremdwährung zu tauschen. Und wenn sie dieses Umtauschverhältnis, also das Versprechen, einhalten wollen, dann sind sie in der Ausgabefähigkeit ihrer eigenen Währung eingeschränkt. Wenn ein Staat dann also mehr von seiner eigenen Währung ausgibt,
ohne mehr von der Fremdwährung besorgen zu können, dann riskiert er eben, dass das Versprechen, also das Umtauschverhältnis, nicht eingelöst werden kann. Es gibt also einen Zielkonflikt zwischen eigene Ausgaben hochfahren und Umtauschverhältnis einhalten. Das Gleiche gilt, wenn ein Staat sich in Fremdwährung verschuldet. Es gibt zwar kein Insolvenzrisiko für Schulden in eigener Währung, aber für Fremdwährungsverschuldung natürlich schon. Eine andere Frage, die dann oft aufkommt, ist, braucht ein solcher Staat dann überhaupt noch Steuern? Und die Antwort ist ja, unbedingt. Steuern sind aus 4 Gründen total wichtig. Erstens, Steuern sorgen für eine Nachfrage nach der Währung und führen zu deren Akzeptanz. Das ermöglicht dem Staat, die Arbeitskraft seiner Bürger, die er zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben, etwa dem Betreiben von Schulen oder dem Aufbau einer Infrastruktur, braucht, mit eigener Währung zu kaufen. Zweitens, Steuern sind wichtig, um die Konjunktur zu steuern. Wenn Staatsausgaben das Gaspedal sind, sind Steuern das Bremspedal. Sie reduzieren unsere Kaufkraft und beeinflussen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Drittens, Steuern sind unglaublich wichtig, um die Einkommens- und Vermögensungleichheit zu korrigieren. Viertens, Steuern haben eine Lenkungswirkung und beeinflussen unser Konsumverhalten. Das kann aus gesundheitspolitischen oder aus umweltpolitischen Gründen sinnvoll sein, wie etwa bei der Steuer auf Zigaretten oder einer Steuer auf Plastik der Fall. Soweit in aller Kürze. Zum Abschluss noch die Frage, warum ist das relevant? Nun, das Geldsystem ist das wirkungsvollste Werkzeug, um Ressourcen im Sinne des Gemeinwohls zu bewirtschaften. Wenn wir unser Werkzeug nicht verstehen, sind wir wie ein Autofahrer, der nicht mit der Gangschaltung umgehen kann und sein Auto die ganze Zeit abwirkt. Das Ergebnis, wir leben ökonomisch unter unseren Verhältnissen. Wenn wir die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, zum Beispiel die Klimakrise, vernünftig bewältigen wollen, dann müssen wir unser wirkungsvollstes Werkzeug, das Geldsystem, endlich verstehen. Und genau hier setzt die MMT an. Sie liefert uns quasi ein Handbuch zum Umgang mit dem Geldsystem und stellt damit einen Paradigmenwechsel in Sachen Wirtschaftspolitik in Aussicht. Da sich eine komplette Denkschule natürlich nicht in einem kurzen Video erklären lässt, werde ich den Strang zukünftig auf jeden Fall wieder aufnehmen und viele weitere Erklärvideos hierzu machen. Wenn dir dieses Video aber gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ein Abo dalässt. Fragen und Anmerkungen gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.